Herzlich willkommen Leute zu dieser Paladins Folge. Ich bin heute Lex, habe ich gestern im Stream schon ein bisschen gespielt. Dann würde ich sagen, die Fähigkeit kann ich euch ganz gut zeigen. Jo. So. Ja. Okay, ja. Also ja, wie gesagt, heute spielen wir diesen Lex und ich habe gerade kurz 20 Minuten geschlafen, deshalb bin ich etwas verwirrt. Ich bin heute doch nicht beim Gamer Couch und werde dann wahrscheinlich heute, während das Video gerade hochgeladen wird, streame ich wahrscheinlich gerade Splatoon oder Paladins. Und ja. Ich habe Deathmatch ausgewählt. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei Action. So. Können wir mal sagen, ob das normal ist. Weil gerade eben hat es jetzt ungelogen 2 Minuten geladen. Ich habe gegen den automatisch kaufen an. Wenn dann die Sachen. Ich muss mal gucken, ob dann die Sachen gekauft werden. Oh, ich dachte, ich werde da hochgeschleudert. Hat ja gut funktioniert. Was hat er denn gekauft jetzt? Okay, das ist so eine Art Reaper, wer Overwatch kennt. Man schießt am besten aus der Perspektive. So. Man sollte halt nur möglichst an die Gegner ran, weil du natürlich sonst als Reaper relativ wenig machen kannst. Hallo? Ich kann noch mal, also zwischen den Perspektiven sollte man ein bisschen wechseln, habe ich so das Gefühl. So. Oh. Und ihr müsst wissen, ich verklick mich immer wegen ZR und ZL. Hier, weil auf ZL macht er nämlich sowas. Und auf ZR. Das war so blöd, egal. Ich habe ziemlich lange überlebt. Hab die Ceres auch fast noch gekillt. Wo sind Gegner? Okay, man sollte nicht so auf die Gegner drauflaufen. Okay. Er kauft dann irgendwas random einfach. Na gut. Probieren wir es mal mit irgendwas random, was gekauft wird. Ich verklick mich immer bei den Fähigkeiten. Ich verklick mich immer bei ZL und ZR. Ist etwas blöd. Wie gesagt, auf das habe ich, was ich gerade gemacht habe, habe ich halt auf ZL und ich drücke aber aus Versehen, ich drücke nämlich aus Versehen dann immer, ja, ich spiele das blöd, normalerweise, also ich drücke, verwechsel oft L mit ZL und, drücke dann irgendeinen Schmarrn. Hallo? Hallo? Gerade spiele ich nicht gut, der ist von der Klasse her Flank. Und hallo. Danke. Hallo? Wieso? Ja, die schubst mich immer runter. Ich spiel blöd. Okay, ich spiel auf jeden Fall blöd, aber ich werde auch immer von mehreren Leuten angegriffen. Ich habe es gestern im Stream, wie gesagt, ganz okay gespielt. Jetzt stelle ich mich unglaublich blöd an. Ja, es ist empfohlen, würde ich behaupten. Wie gesagt, aus der Perspektive hier zu spielen, weil du halt so viel besser spielen kannst. Und ich sollte vorsichtig sein. Oh Gott.
48 Leben, ihr seht's vielleicht gerade. Ja. So, wie gesagt, ich hab Flank. Und ich find's gut. Gegnerische Ulti, geil. Wie gesagt, ich finde den Charakter eigentlich ganz cool. Ich mag halt jetzt nicht, ja, gegen 50 Gegner auf einmal kämpfen. Ich sollte halt auch vor allem von der Seite kommen oder so. Und ich spiele gerade nicht gut. Ihr seht's, wir liegen hinten. Hey. Aim ist manchmal auch wirklich on point. Ihr seht's, manchmal treffe ich irgendwie gar nicht. Also ich muss auch ein bisschen noch arbeiten und... Yo, die Range ist okay. Aber sonst sollte man von der Range, man sollte relativ nah an den Gegner dran sein. Zum Beispiel das hier. Oh Gott. Und man rutscht immer in die Zielrichtung weg. In die Richtung, in die man gerade guckt. Das ist manchmal ein bisschen störend, weil du halt nicht wirklich lenken kannst, in welche Richtung du wegrutscht. Und gerade spielt nicht so gut. Ja. Du bist sowieso down. Ein Kill noch. Und wir haben gewonnen. Ja, ich finde meine Ulti ist ganz okay. So. Ja, natürlich nicht. Hier. Ulti. Ulti, was heißt Ulti? Ich habe nicht Play of the Game. Ja, gut, aber die Ulti ist halt auch krass. Okay. So. Victory. Victory. Übrigens, diesen Ladescreen hatte ich auch mal unendlich da und durfte dann das Spiel neu starten. Ist manchmal noch ein bisschen verbuggt, würde ich sagen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich stimme da wahrscheinlich heute wieder Splatoon und Paladins. Und ja. Ich hoffe, ich kriege den Helden jetzt gleich nochmal. Der Held ist übrigens Lex. Und wir sehen uns gleich in der Runde. Oh, ich war sogar bester Flankierer. 14 Todesstöße. War ich doch gar nicht so schlecht. Hier. Ein bisschen gelevelt. So, wie gesagt, wir haben gestern im Stream sehr viel gespielt. Gut 1,5 Stunden. Und ich habe die meisten Credits verdient. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die meisten Credits verdiene. Also, gefühlt. Schaden habe ich nicht den meisten gemacht. Ja, wir sind jetzt in der Runde. So, da sind wir wieder. Und man muss hier ganz normal rüber. Halt jetzt, ja, für 3 Runden war die letzte Runde. Vielleicht könnt ihr euch dann so in etwa vorstellen, wie lange es jetzt gedauert hat. Huh, gegen den will ich nicht kämpfen. Ja, manchmal treffe ich auch nicht so gut. Wie gesagt, da mit dem Treffen manchmal, keine Ahnung. Und man muss eigentlich ziemlich nah an die Gegner ran, von daher. Möchte ich nicht sterben. Ja, war natürlich dumm. Weil ich alleine war. Was ist hier das Beste? Wie gesagt, ich mag heilsames Töten immer sehr gerne. Finde ich persönlich ganz cool. Hallo? Jetzt werde ich vermutlich sterben. Ja. So, wie gesagt, sag ich mal, da was gut ist. Und dann werde ich mal gucken.
Kommt natürlich auch immer irgendwie auf den Geschmack drauf an, aber. Halleluja. So. 17 zu 13, wir liegen etwas hinten. Ich finde es auch ganz gut, dass man währenddessen nachladen kann. Naja, kann ich jetzt nicht viel machen. Da sollte ich ja bessere Chancen haben. So. Kann ich nicht hochspringen? Hilfe. Oh, man kann es in der Luft nicht einsetzen und wir wurden aufgedeckt. Noch etwas Schaden austeilen. Ja, Aim war gerade wieder richtig legendär. So. Ich finde Team Deathmatch eigentlich ganz gut. Oh, hallo. Du bist halt ein leichtes Ziel, ne? Oh, und ich sollte nicht in die Flammen rein. Die mich aber lange nicht getroffen. Hab gewartet, bis ich mich wegrutschen kann, aber hat zu lange gedauert. So. Kann ich mein Ulti noch einsetzen? Nein, konnte ich nicht. Muss halt gucken, wie viel Leben die haben. Muss halt gut abpassen, die Ulti. Weil, ja, Leute mit unter 65 Schaden killt die instant. Und alle, die drüber sind, macht sie halt nur 600 Schaden. Und das ist halt gar nichts. Einen sollte man treffen. Ah, die kann ich killen. Nein. Kann ich doch nicht killen. Oh Gott. Das mag ich auch gar nicht, dieses Good Night. Okay. Naja. Wie gesagt, was eure... Falls ihr ja Spiel habt, könnt ihr mal so schreiben, wo ihr lieber spielt, lieber... Halt. Lieber mit der Ego-Perspektive oder normal und... Manchmal ist es echt schwer, Leute zu treffen. Easy. Mein Ziel war es jetzt eigentlich nicht rein zu dashen, aber... Wenn die es wollen... Hallo Tank. So. Victory. Ja, wir haben gewonnen. Okay. Oh Gott, das hat sich gerade bei mir Steam geöffnet. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich heute stream. Vermutlich Paladins und ja, da stand ich unten und der hat mit seiner Ulti Schaden gemacht. So. Ja, dann war's es mit dem Part. Ich hab keine Ahnung, wie lang, wahrscheinlich so 15 Minuten ist der Part dann. Ich muss halt, wie gesagt, das Wartezeug wegschneiden. Also wahrscheinlich nur 15 Minuten. Aber ich hoffe, es euch hat es gefallen. Und ja, dann, wenn ich gerade streame und ihr es wieder als erst gesehen habt, sehen wir uns im Stream. Oder ihr seht es nach dem Stream, dann, ja, cool. Wahrscheinlich streame ich. Ich kann es dir nie sagen. So. Ja, bringt mir nichts. Noch irgendwas Komisches.
Ja, ich war ganz gut, oder? War ich bester Flankierer wieder. Und den zweitmeisten Schaden. Okay, dann würde ich sagen, ja, war's mit dem Part am Schittag. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge und ja, ciao.